Eigentlich bin ich recht alltagsfaul und oft so ein bisschen im Energiesparmodus. Aber wenn ich etwas wirklich will und mich das Abenteuer packt, dann gebe ich auch gerne mal Vollgas. Nach der Matura bin ich mit dem Velo durch alle 44 Länder von Europa gefahren, bin überall in der Hauptstadt und habe zu Fuß den höchsten Berg bestiegen. Ganz allein und immer draußen geschlafen. Eine echt coole Tour, eine schöne Runde, aber natürlich auch voller Abenteuer und mit einigen Herausforderungen. Was unterscheidet dich von anderen 20-Jährigen? Ich glaube eigentlich gar nicht mal so viel. Ich mache mir vielleicht nicht immer so viele Gedanken wie andere. Nach irgendein nichtssagender Spruch am Ende? Ja, gern. Das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und der Weg ist das Ziel. Ha ha ha.